Hallo und willkommen bei Spielinus mit Melanie und Angelo. Schön, dass ihr heute reinschaut zu unserem Adventskalender Türchen Nummer 3. Und auch heute haben wir wieder ein richtig tolles Spiel für euch. Und wir freuen uns, dass wir auch in diesem Kalender wieder Gastbeiträge dabei haben. So viel kann schon mal gesagt sein. Die liebe Kira hat uns wieder ein wirklich aufwendiges Rätselvideo für euch gebastelt, gezaubert. Sie war letztes Jahr schon dabei mit, ich glaube, es war Corrosion. Bevor es aber soweit ist und um welches Spiel es geht, möchte ich noch mal kurz die drei Spiele vorstellen, die jetzt quasi schon verlost sind, beziehungsweise von Türchen 1 und Türchen 2. Es war einmal Carnival Zombie von Taverna Ludica und wir hatten hier Zwergendorf von der lieben Rita. Und wir hatten Explore and Draw von, ich weiß jetzt gerade nicht, Skellig den Verlag. Games. Ja, von Frank West. Skellig Games. Skellig Games. Der Verlag. Ja, Melly ist durcheinander. Ja, weil der lieben Rita. Rita ist kein Verlag. Das stimmt. Das stimmt. Also, wer ist hier durcheinander? Und genau da wollte ich noch kurz drauf eingehen. Es waren nämlich 10 Spiele und nicht nur 9. Ja. Also Angelo war ein bisschen durcheinander, als er diese Tüte gepackt hat. Das ist die Vorfreude auf die Weihnachtszeit. Ich habe extra nachgezählt. Wir mussten nämlich, damit diese Tüte nicht auseinanderfällt, noch so Spiele als Stopfmaterial benutzen. Habe ich mich verzählt. Aber ihr aufmerksamen Zuschauer und Zuschauerinnen, ihr habt es gemerkt. Lange Rede, kurzer Sinn. Worum geht's in Türchen Nummer 3? Ja, Türchen Nummer 3 wird ziemlich lecker werden, kann ich schon mal sagen. Sehr thematisch passend dazu haben wir auch heute ein tolles Spiel. Und zwar hat uns Pegasus Spiele dieses Kitchen Rush beigestellt, hat gesagt, hey, da draußen Echtzeit brauchen wir zum Kalorienverbrennen. Absolut, deswegen Leute. Verlos doch mal dieses coole Ding. Genau, also für alle, die gesagt haben, ich habe so viel Gutzle schon gegessen. Die Gutzle-Frage kam mich auch auf. Gutzle, ich weiß gar nicht, ob das hier aus dem Schwäbischen kommt. Das ist ja einfach Weihnachtsgebäck. Kekse, Weihnachtskekse. Das Gutzle. Nennt man bei uns Gutzle. Ich weiß, woanders wird es Brätle heißen oder Brätle. Brätle, Gutzle. Jetzt steinigt mich nicht, dass ich falsch ausgesprochen habe. Aber auf jeden Fall könnt ihr Kitchen Rush gewinnen. Es ist, wie gesagt, ein Echtzeit-kooperatives Spiel, in dem wir gemeinsam eine Küche managen. Wir müssen Teller putzen, wir müssen Waren einkaufen, wir müssen Gäste an den Tisch holen, wir müssen natürlich diese Waren, diese Gerichte zubereiten. Und wir müssen natürlich die Gäste bedienen, damit die nicht mit knurrenden Magen rausgehen. So ist es. So, darum geht's. Die liebe Kira wird euch jetzt ein wirklich großartiges Rätsel vortragen. Schaut mal rein. Hallo liebe Brettspiel-Community. Heute habe ich mal wieder die Ehre, euch ein Rätsel zu stellen. Ich habe mir eine Kleinigkeit ausgedacht und ich hoffe, ihr habt so viel Spaß am Rätseln wie ich an der Umsetzung. Mal sehen, wie schnell ihr auf die Lösung kommt. Datteln, Datteln, frische leckere Datteln. Das feinste Meersalz überhaupt. Wir bieten den besten Pfeffer aus dem ganzen Orient. Kommt her, probiert, super günstige Preise. Datteln, Salz, Pfeffer. Kommt her, wir bieten alles. Nach einem langen Tag mit der Karawane durch die Wüste endlich entspannen an der Oase. Mit ein paar leckeren Datteln den Abend genießen. Ja, Kira, vielen lieben Dank für dieses mega tolle Video, für dieses klasse Rätsel. Ich muss schon sagen, du lässt dir immer ordentlich was einfallen. Und ich denke, da gab es so viele Hinweise. Auf jeden Ihr Fall. Ihr werdet es auf jeden Fall genau. Also schreibt bitte rein, welches Spiel euch Kira versucht hat, hier zu erklären. Ich denke, es sollte eindeutig sein. Tipps geben wir jetzt mal keine ab, weil ihr habt gesagt, das Rätsel von Türchen Nummer 2 war ziemlich einfach mit der Pantomime. Da kommt auf jeden Fall auch noch was. Wir haben uns noch tolle andere Sachen einfallen lassen. Wir haben gar nicht aufgelöst, was die Pantomimen waren. Oh mein Gott, weil wir ja die Spiele präsentiert jetzt haben. Jetzt waren wir ganz durcheinander. Ja, stimmt, die natürlich. Auflösung von gestern hat natürlich gefehlt. Wir haben es jetzt auch dummerweise nicht vorbereitet. So, wir sind irgendwie verstrahlt in diesem Adventskalender. Wir lösen es einfach ganz simpel auf. Es war bei mir, wie ihr richtig erkannt habt, clever, hoch, 3, ja, super simpel. Und bei mir war ja natürlich diese Geste hier, ne? Das, da läuft das Blut. Und was ich nicht verstanden habe, war dieses Schnappi. Schnappi, was war das? Du hattest so gemacht, dann so Schnappi. Das pumpt, das Blut pumpt doch. Okay. Das macht so Pump, Pump, Pump. Sonst wäre ich ja nicht am Leben. Und das war natürlich Blood Rage. Mensch, dumm von mir. So, das war's schon wieder mit Türchen Nummer 3. Wir wünschen euch ganz viel Glück bei dem Rätsel von der lieben Kira. Und dann sehen wir uns morgen zu Türchen Nummer 4 weiter. Und da kann ich schon mal so viel vorweg sagen. Da haben wir ein komplett neues Rätsel, eine neue Rätselart. Die gab es so zuvor noch nicht bei uns. Schaut rein.